Riesiges Heyho, meine Freunde. Willkommen zur 10. Folge von Star Wars The Old Republic. In der letzten Folge wurden wir hier zu Lord Gratan geschickt. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Schleichen wir uns mal kurz hier ein bisschen dran vorbei. Und hier mal fertig. So. Haben wir geskillt, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Also machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ist doch schön. Machen wir erstmal die Nebenquest hier. So, dann gehen wir schnell mal da hin. Guten Tag. Ich guck mich hier nur mal kurz um. Und hier, Versager. Hoffe, das ist kein Problem. Nö, scheinbar nicht. Was haben wir denn Schönes? Mittlerer Einflussgewinn ist immer schön. Kann ich was anfangen? Ja, danke, dass du so höflich bist. Machen wir den mal fertig. Kann ich aber zu mir kommen? Ne, jetzt haben wir nicht mal geschafft, zu uns zu kommen. So, dann machen wir auch gleich noch gleich fertig. Habt ihr kein Problem damit, oder? So. Experimenteller Druide, okay. Guten Tag. UAK-99. Autorisierung, Autorisierung. Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Wo sind die Soldaten? Ein kleiner Druide. Ich suche die Leute, die Gratan entführt hat. Ich bin ein Soldat. Ich bin... System kann ich stoppen. Neuzuweisung der Prioritäten. Ich bin Fenrich Tolbashan. Imperiale Militärdienst Nummer 218-697. Bitte, schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Wie kann denn das bitte sein? Ich meine... Ich hätte schon mitgekriegt, wenn ich mit Menschen rede. Das kriege ich also, schon hin. Was ist passiert? Gratans Leute nahmen uns gefangen. Für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung Modell OHK-99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Ich kann sie sehen. Ganz kurz. So, da bin ich wieder nach dem Cut. Intelligenz ist ruhig. Klingt nützlich. Diese Technologie sollte der imperialen Armee gehören. Niemand sollte so etwas tun. Niemand hat so etwas verdient. Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden. Nicht ungehorsam sein. Aber sie denken. Sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte, ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Macht, dass die Schmerzen aufhören. Der Junge sieht aber nicht mehr so gesund aus. Nicht mehr nur. Ist nicht so toll. Sag mal. All diese Fahrstühle. Die sind nicht nett. Warte. Da kommt der Fahrstuhl. Ja, endlich. Einmal auf, eh bitte. Scotty, beam me up. So. Wow. Hier habe ich jetzt aber nicht gerechnet, mein Freund. Gift, eine Granate ins Gesicht. So. Und schauen wir mal, tippen wir hier schnell kurz den Code ein. Ja, die Konsole könnte ich das abschalten und auf Anlassen es beim Imperium melden. Beamon. Die sind bestimmt nicht schlecht.
Oh. Hallo, ich habe nichts getan. Da. Einmal nach unten zu. Da bin ich wieder nach einem Cut. Das sind schon viele Cuts, aber. Es ist halt bei Haustieren immer so, die machen ja mal irgendeinen Blödsinn. Kennt man ja. So, dann schauen wir mal. Was gibt es da an einem Wissensobjekt? Wissensobjekt klingt gut. Ich wollte auch keine Verstärkung rufen, mein Freund. Schauen wir mal. Gratan Streitkräfte. Wollen wir mal schnell. Gib dich zur Werkstatt. Okay. Gute Verteidigung hat er. Das muss man sagen. Das ist ja falsch ausgerüstet, aber nein. So, dann der eine. Hier lang. Und dann noch da unten. Ah, sehr schnell. Fahrstuhl kommt mal hoch. So was gibt es? Der fährt nicht nach unten. Hallo Schwede. Normalerweise kenne ich es nur, dass er immer noch. Entweder wenn man da oben steht, ist er immer genau ganz unten oder fährt gerade so Aura. Naja. Die Fahrstuhl ist echt nervig. Eine. So, dann nur kurz den Knopf da drücken. So. Guten Tag. Hübscher Kampfdruide, muss ich sagen. Ihr habt gedacht, ihr könntet mich überraschen, aber das gelingt euch nicht. Um wie viel wetten wir, dass das in einer Katastrophe endet? Ohne Credits. Ihr habt den Zugangscode meiner Tochter benutzt. Was auch immer ihr ihr angetan habt. Ich werde mich rächen. Reden wir über die Radikalen. Soweit ich weiß, helft ihr der Dissidentenzelle bei der Planung eines Angriffs. Ich helfe die Bewohner des Imperiums von Schurken wie euch zu befreien. Ihr habt meine Frau verschleppt, sie eines Nachts aus meinem Haus entführt und mir nie gesagt, was geschehen ist. Meine einzige Tochter wuchs auf, um wertlos zu werden. Und jetzt habt ihr mir auch sie genommen. Ich verabscheue euresgleichen. Idiot. Und ihr seid ein verrückter alter Terrorist. Ich bin ein Vater und ein Patriot und ihr seid tot. Will ich sehen. Oh, imperiale Sturmtruppe. Ah. Das war ich jetzt aber nicht vorbereitet. Gehen Sie weg. Oh, ja. Den Leuten geht's nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Hier schnell mal alle looten und dann da an die Konsole. Benutze dein Holoko. Hier spricht Wächter 2. Ich lade den Inhalt von Theobors Computern herunter. Sieht aus wie Blaupausen. Arbeiten für Lord Gratan und... Ah, und? Verschlüsselte Dateien. Ich sollte sie entziffern können, wenn ich das Datenpad des Sklaven zur Hilfe nehme. Wir sind nicht knacken, oder was? Was ich sehe, da ist ein Zeitplan zusammenlaufender Aktivitäten. Es deutet auf etwas Großes hin. Kehrt so schnell es geht zur Basis zurück. Ich krieg wohl keinen Urlaub, oder? Darf ich denn niemals Pause machen? Nicht in dieser Branche. Habt ihr das immer noch nicht begriffen? Wir sehen uns, Agent. Wächter 2, Ende. Jo. Gerade im Aufseher zurück. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin zurück. So, dann reden wir mal kurz mit der Herzogin. Ja, das ist immer noch cool. So.
Ich muss euch wohl danken, dass ihr meine Soldaten zurückgebracht habt. Meine Soldaten, die gequält und in Droidenkörper gesteckt wurden. Meine Soldaten, die ich anfangs gar nicht erkannte. Ihr habt sie zurückgebracht. Ihr habt darum gebeten? Ich habe getan, was ihr mir aufgetragen habt. Ich brachte sie lebend zurück. Sie haben keinen Verstand. Sie befolgen Befehle, aber sie können nicht mehr denken. Es ist nicht eure Schuld, das weiß ich. Aber sie anzusehen macht mich krank. Ihr seid schwach. Was kommt als nächstes? Heulen? Es bleibt nur zu hoffen, dass sie mit der Zeit vergessen werden, was geschehen ist. Ich muss hoffen, dass ihre Gehirne ganz abschalten werden. Verdammt. Ihr habt eure Bezahlung verdient. Meine Vorgesetzten sind zufrieden. Aber diese Leute... Meine Arbeit ist getan. Ich habe meinen Teil getan. So viel ist klar. Ihr habt euren Auftrag erledigt. Ja, man sieht sich. Ich muss die Familien dieser Droiden benachrichtigen. Das klingt so komisch. Das Droiden haben eine Familie. Was? Wie lautet der Bestimmungsort? So, da sind wir jetzt angekommen beim Geheimdienst. Beim Hauptquartier, beim HQ. Dann gehen wir mal schnell. Kleinen Jetpack-Schub. Und reden wir mit dem Aufseher. Mal sehen, was der Schönes zu sagen hat. Das wird ganz sicher nicht sein, wie toll meine Arbeit doch war. Aber nein. Hier, Cryer hat ein bisschen was für mich. Ich habe Informationen, die euch interessieren können. Ohne Adrenalin, sondern... Was ist denn für die Munition zuständig? So. Gehen wir da mal schnell hin. Wächter 3, eine Verbindung zur Dominator. Wenn Lord Yardus dem beiwohnen will, müssen wir seiner Bitte nachkommen. Stelle den Hololink her, Sir. Datenfluss synchronisiert. Wie schön, dass ihr auch kommen konntet, Agent. Nehmt euren Platz ein. Die Besprechung beginnt. Davon hat mir nie jemand was gesagt. Es wäre hilfreich, wenn mir jemand so etwas vorher sagen würde. Tut mir leid, Agent. Alles war etwas hektisch. Lord Yardus, empfangt ihr unsere Übertragung? Jawohl. Fahrt fort, Aufseher. Oh. Nun gut. Wie ihr alle wisst, versuchen wir, den Angriffsplan der Aufständischen festzustellen. Dank jüngster Einsätze haben wir nun die benötigten Informationen. Leider sind die Nachrichten schlechter als erwartet. Wie toll. Es droht ein großer Schlag. Die Aufständischen haben es auf die alten Energieleitungen unter der Hauptstadt abgesehen. Warum die Energieleitung? Warum nicht etwas Wichtigeres? Sie wollen das Energiegitter überlasten, was einen kaskadenartigen Kurzschluss und eine Explosion der Relaisstationen zur Folge hätte. Okay, Hunderte würden bei den Explosionen sterben. Und durch den Ausfall der Energie wären wir für weitere Angriffe anfällig. Sir, werden nicht sämtliche Zugänge zum Energiegitter militärisch überwacht? Alle bis auf einen. Die Terroristen wollen sich durch den Tempel der dunklen Seite Zugang zu den Leitungen verschaffen. Tempel der dunklen Seite? Tut mir leid, aber was genau ist der Tempel der dunklen Seite? Für alle, die die Geschichte nicht kennen, fasse ich nochmal zusammen. Der Tempel der dunklen Seite ist älter als die Zivilisation von Drom und Kaas. Die Sith versiegelten ihn, als die Stadt gebaut wurde. Als der Rat der Sith ihn vor einigen Monaten öffnete, fand er dort einige Machtphänomene vor. Arbeiter verschwanden im Inneren, von unbekannten Wesen beherrscht. Wir empfanden den Tempel als Bedrohung, die es zu kontrollieren galt. Für die Aufständischen bot er eine Gelegenheit. Der Tempel liegt genau über einer wichtigen Energieverbindung. Wenn die Aufständischen an den Phänomenen vorbeikommen, haben sie Zugang zum Gitter. Die Aufständischen sind gut vorbereitet. Sie haben Vorräte, Karten und Waffen. Und sie erwarten nicht zu überleben. Das ist ein Selbstmordkommando. Verstehe. Das macht es uns nicht leichter. Sie werden umso verbitterter kämpfen. Wir haben Überwachungsvideos von Aufständischen auf dem Weg zum Tempel der dunklen Seite. Ein Trupp von Agenten wird... Nein. Mein Lord? Kein Trupp. Der Tempel der dunklen Seite ist heilig und darf nicht unnötig gestört werden. Mein Agent wird allein gehen. Jetzt ist ratsam. Seid ihr euch da sicher? Mein Lord, ich rate euch dringend, das zu überdenken. Wenn die Aufständischen Erfolg haben... Die Geister des Tempels dürfen nicht gestört werden. Weder durch Terroristen, noch durch den imperialen Geheimdienst.
Ein Agent genügt. Ich bin hier fertig. Führt meine Befehle aus, Aufseher. Na schön. Die Entscheidung ist also gefallen. Ihr geht in den Tempel der dunklen Seite. Haltet die Radikalen davon ab, die Leitungen zu erreichen und ihre Ladungen zu detonieren. Wer will schon ewig leben? Es geht doch nichts über einen Selbstmordauftrag. Falls ihr nicht zurückkehrt, werde ich mich um alles kümmern. Wir überwachen euch, solange wir können, aber der Tempel schirmt die meisten Übertragungen ab, also viel Glück, Agent. Danke. Das wünsche ich euch auch. Also los, Agent. Der Tempel der dunklen Seite wartet auf euch. Ui. Eine neue Jacke für mich. So. Aber was ich sehe, dass es dies mit, das mit dieser Folge war. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ciao.